Achtung, Klappe die erste. Hallo ihr Lieben, der Rizzo ist wieder hier und heute gibt es wieder was ganz, ganz Leckeres für euch. Ihr Lieben, mein Herz schlägt schon wieder auf 190, keine Ahnung, ich habe schon zwei Kaffee-Indos, zwei schöne ungarische Kaffee, weil das Thema ist heute wieder Ungarn. Es spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben, keine Frage, und durch einen blöden Zufall, obwohl es Zufälle ja gar nicht geben soll, sondern es ist einfach passiert. Wie es dazu gekommen ist, dass heute der Andrasch da ist. Der Andrasch ist Fleischermeister vom Fuße des Erzgebirges und wird auch im Geheimen der Salamikönig genannt. Also heute wird es ganz, ganz paprikamäßig, super, trooper, geil. Leute, bleibt dran. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Also bis gleich. Klappe die zweite. Jetzt ist er da, der Andrasch ist gekommen. Hallo. Aus Amtsberg. Servus Andrasch. Grüß dich. Oder Jonapurt. Jonapurt gewonnen oder Glück auf. Bei uns im Erzgebirge heißt es noch Glück auf. Genau, der Andrasch ist heute vorbeigekommen, weil wir haben natürlich uns schon vorher so ein bisschen kennengelernt, ganz entspannt. Genau. Und wie es dazu gekommen ist, das werde ich natürlich dann noch sagen, aber jetzt sagen wir euch erstmal, was ist denn heute überhaupt Geiles aus unserem Topf hier gibt. Wir haben nur einen Topf, ne? Ja, ein bisschen klein, aber schauen wir mal. Alternativ können wir noch beim Robert ins Auto. Ich habe ihn am Wochenende den Kessel geborgt, den Bogratsch. Können wir noch ein Feuer machen? Wir können das Ganze auch auf dem Feuer machen. Na, schauen wir mal. Wir versuchen es heute mal so. Aber wir haben keinen Palinka dabei. Wir haben keinen Palinka, genau. Ja. Also wird das eher nichts wahrscheinlich. Gut, nein, wir kochen ein ungarisches Pürkölt. Und zwar wird es ein Pinzepürkölt. Pinzepürkölt ist der Kellergulasch, nicht der Kesselgulasch, sondern der Kellergulasch. Und da möchten wir euch ganz einfach heute zeigen, wie wir aus einem wunderbaren, geilen Stück Fleisch. Sehr schönes Stück Fleisch, ja. Was du mitgebracht hast. Genau. Dazu kannst du ja dann auch kleiner was sagen. Mach ich. Ein richtiges ungarisches Pürkölt. Das ist im Prinzip das traditionelle Gulaschgericht. Und im Endeffekt, was der Unterschied zwischen Gulasch und Pürkölt ist. Beim Pürkölt schmort im Prinzip der Gulasch in seinem eigenen Saft. Also man gibt null Flüssigkeit dazu. Und was natürlich noch wichtig ist, der Anteil zwischen Zwiebel und Fleisch. Ja, das muss halt eine richtig schöne Blub-Geschichte werden. Halt, genau, ne? Schön so verkochtes Fleisch eigentlich. So sieht's aus. Also das heißt, wir haben viel Zeit zum Quatschen. Ich freue mich riesig drauf. Es wird auch noch den Kaffee geben dann definitiv. Also wir haben ja schon den einen oder anderen schon getrunken davon. Aber wie gesagt, ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Und du hast ja auch noch andere Leckereien noch mitgebracht. Genau, so sieht's die aus. Die ihr natürlich auch ja, demnächst oder beim Andrasch direkt halt bekommt. Ne? Gar keine Frage. Gut, Andrasch, du hast was mitgebracht? Genau. Ein Stück Wadenfleisch. Ein Stück Wadenfleisch vom Rind, von unserer Angus-Rinderherde, von unserem Nachbarort. Der Enrico Sieber ist das. Der züchtet Angus-Rinder, sag ich mal, seit 2-3 Jahren. Jetzt mittlerweile haben wir die Herde so ausgebaut, dass es wirklich, wir sagen mal, die Exklusivvermarktung machen dafür. Das ist halt wirklich eine tolle Sache, wo wir halt auch bei dem Thema sind, dass die Leute immer mehr die Qualität des Fleisches haben wollen. Das ist einfach so. Und die merken das halt mittlerweile immer mehr. Genau. Und da habe ich halt ein schönes Stück mitgebracht, was wir hier haben. Und sage ich mal, was sich für Pürkölt natürlich perfekt eignet, weil das halt ein bisschen sehniger ist. Und gerade das, was wir beim Pürkölt haben wollen, dass man quasi, dass es ein bisschen geliert, das entsteht natürlich hier bei diesem Wadenstück. Man sieht halt hier diese Sehnen und das ist genau das, bei diesen längeren Kochen geliert das dann. Du mich korrigieren, falls ich was falsch sage in der Kochsprache. Genau. Und das werden wir jetzt ein bisschen schön zurechtschneiden, in kleinere Würfel. Genau, kleines bisschen die Sehnen abmachen. Wenn das ein bisschen zu dick ist, also man hat hier innen drin dieses Innenfilet, da kommt eine bisschen dickere Sehne, die wollen wir natürlich nicht mit drin haben.
Aber ansonsten wird man das jetzt eigentlich anfangen, denke ich mal, mit Schneiden. Genau. Das heißt, wenn die Kunden zu dir kommen und sagen, die möchten ein ungarisches Gulasch kochen, weil das passende Gewürz haben wir ja quasi. Würde ich immer das empfehlen. Ich würde das immer, ja genau, das Gewürz haben wir. Ich würde immer das Rind empfehlen. Also ich selber empfehle das, obwohl das in der deutschen Küche noch gar nicht so, sag ich mal, treu ist. Die Leute wissen das eigentlich gar nicht, wie gut das Stück ist. Denken immer, ach, das ist aber viel sehnisch. Aber eigentlich wirklich für ein Gulasch perfekt. Also es gibt eigentlich nichts Besseres eigentlich. Aber es gibt halt auch viele bei uns, die mischen das gerne mit Schwein. Ist ja unmöglich, dass man wirklich sagt, man hat einfach vom Schweinenacken eventuell noch was, was ein bisschen mehr Geschmacksträger noch ist. Das Fett gibt ein bisschen mehr Geschmacksträger. Was natürlich jetzt hier bei der Geschichte ein bisschen schlecht ist, weil aber du einfach zwei verschiedene Garzeiten hast. Aber, genau, zwei verschiedene Garzeiten, aber Schwein haben wir trotzdem drin. Und zwar genau. Von meinem letzten Besuch bei dir. Genau. In Amtsberg hast du mir Mangalitzer-Fett mitgegeben, das habe ich ausgelassen. Mangalitzer-Schmalz zubereitet, mega. Und das ist natürlich immer essentiell für ein Pürkölt, für ein gutes Pürkölt, im Ansatz immer erstmal einen ordentlichen Schweineschmalz rein. Na, hat natürlich den Vorteil, ich kann hohe Temperaturen erzeugen, aber es wird ja nicht wie der klassische deutsche Gulasch angebraten, das Fleisch, sondern wir fangen ja erst mit der Zwiebel an. Erst die Zwiebel andünsten, dann kommt das Fleisch dazu, dann wird papriziert. Etc. pp. Gut, dazu kommen wir später. Andras, ich würde das Fleisch anfangen. Du fängst das Fleisch an zu schneiden und ich kümmere mich mal um die Zwiebeln, oder? Erstmal Zwiebeln schälen. Genau. Und nebenher, du setzt dich einfach mal hier noch einen Kaffee an, oder? Genau. Mega. Wunderbärchen. Genau, jetzt erzähle ich mal ganz kurz noch, wie ich überhaupt zum Andras gekommen bin. Es war ein Tag, irgendwann im Herbst oder Januar, Anfang des Jahres, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls war ich auf der Suche am Wochenende, ich wollte irgendwas Ungarisches backen. Also habe ich im Internet mal nach Rezepten gestöbert. Und komischerweise hat er mir keine Backrezepte vorgeschlagen, sondern hat mir die Blut- und Leberwurst vorgeschlagen. Dank dem Algorithmus. Genau, Blut- und Leberwurst. Und dann dachte ich mir so, oh, wie geil ist das denn? Eine schöne Hurka, eine Wehre, Schmeierschurka, also eine Blut- und Leberwurst, richtig so, wie es die in Ungarn gibt, das wäre jetzt genau das Richtige. Und da habe ich geguckt und gesehen, dachte ich mir so, was, Fleischer im Erzgebirge? Dachte ich mir, guckst du gleich mal, was es da so gibt. Und Tatsache, habe ich dann im Endeffekt bei dir im Shop bestellt und habe natürlich noch eine kleine Story dazu geschrieben. Und prompt zum Nachmittag klingelt das Telefon und wer war dran? Der Andras. Auf Nachfragen von meiner Frau. Das muss ich wirklich sagen. Meine Frau hatte die E-Mail bekommen von dir und hat halt wirklich gesagt, du ruf mal wirklich dringend an. Ich habe mal auf die Homepage vom Kai Rätz geschaut und halt einfach genial, was da zu sehen ist und melde dich halt mal. Und wie das halt immer so ist im Alltag, man bekommt halt immer viele, viele Anfragen von vielen, vielen Leuten, die halt wirklich tolle Ideen haben und leider zählbar kommt da immer gar nicht so viel dabei raus. Es ist halt wirklich einfach so, dass viele logischerweise die Leidenschaft zum Fleisch, die Leidenschaft zum Kochen teilen, aber sagen wir so wirklich jetzt mal eine interessante, ich sag mal Beziehung, ich würde es mal Beziehung ausdrücken, entsteht da leider nicht so oft. Genau, und korrekt. Daraufhin habe ich angerufen. Genau, und dann hast du uns die Würste zugeschickt auf jeden Fall, das weiß ich noch. Dann kommt meine Mama zu Besuch und ich hatte selber Sauerkraut angesetzt. Da haben wir richtig schön traditionell ein Kolbas-Essen gemacht zu Hause. Das Einzige, was gefehlt hat, das habe ich vergessen bei dir zu bestellen, den ungarischen Senf. der ist ja auch etwas speziell vom Geschmack her. Ne? Der hat ja so eine gute Essignote. Ja, eine gute Essignote, richtig. Aber wir waren sowas von beeindruckt, ganz einfach von dem Geschmack, weil der wirklich tatsächlich und ungelogen wirklich genauso geschmeckt hat, wie wir es halt aus Ungarn kennen. Ja, und dann irgendwann mal, hat gar nicht lange gedauert, ich glaube 14 Tage später oder was, bin ich mit dem Junior, mit dem Louis bei dir vorbeigekommen. Und dann hat man die sensationelle Führung bei dir durch die Fleischerei, Verkostung gemacht. Wir haben gut geschnackt miteinander und daraufhin hatte ich mir natürlich dann gedacht, ich hatte ja schon vor Jahren mal eine ungarische Gewürzserie. Ich weiß gar nicht, wann das war. Robert, hilf mir mal bitte. Weißt du es noch? Früher. Früher, es war früher.
Und da haben wir gedacht, das ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, die wieder ins Leben zu rufen. Und prompt, heute ist sie da. Andras nimmt sie mit. Gefüllte Paprikaschoten, die werden wir natürlich mit der Gewürzmischung auch nochmal vielleicht in einem Video für dich kochen, damit natürlich auch deine Kunden auch mal sehen, wie das Gewürz in Verwendung halt ja, schmeckt, werden sie ja nicht sehen, ne? Aber wie es gemacht wird. Genau, so ist es. Cool. Andras. Was halt immer wichtig ist heutzutage, ist einfach so, wie gesagt, wir haben selber den Party-Service, meine Schwester macht den Party-Service, was immer sehr schön ist, aber die Leute, ich meine, wie ist es denn wirklich in der Realität? Du bekommst das Essen hingestellt zu Feierlichkeiten und man sieht gar nicht immer die Arbeit, die du so dahinter steckt. Das ist halt einfach das, wo man sagt, vielleicht können wir einfach in Zukunft ein bisschen Videos zusammen machen, was einfach eine schöne Sache ist. Auf jeden Fall, also ich bin dabei. Wo einfach sagt, man nimmt die Leute ein bisschen auf die Reise, auf diese kulinarische Reise mit und sagt halt, es ist halt nicht immer nur, ich drücke es jetzt mal so aus, der blöde Fleischer oder der blöde Koch, der bloß da steht, so wird es jetzt nicht gesagt, bei den Fleischern ist immer manchmal bei uns so dieses Klischee, was da ist, wo ich wirklich sagen muss, das ist überhaupt nicht mehr so. Wir sind heutzutage genauso angetan, die Leute ein bisschen mitzunehmen. Ich habe auch nie ein Problem, oder meine Familie, dass wirklich wir Besichtigungen bei uns in der Fleischerei machen. Ich habe nichts zu verbergen, ich mache kein Zauberhandwerk, sondern ich mache halt einfach das Handwerk, was wir machen, das lieben wir. Deswegen gehen wir jeden Tag auf Arbeit. Deswegen motiviert es uns und fertig. Alter, was ist hier los? Das ist ja wie auf dem DJ-Pult hier. So, also, wir haben gesagt, Mangalitsa, Schmalz nehmen wir als erstes mal zum Anschwitzen, oder? Was sagst du? Würde ich so machen. Du bist der Profi. Ich bin nur der Lehrling heute. Du hast mir gesagt, dein Papa ist jetzt gerade auch unterwegs in Ungarn unten, ne? Genau, genau. Und holt da was? Mangalitsa Schweine. Holt die Schweine. Wir haben in Ungarn einen Züchter, der wirklich für uns die Herde hält. Und machen das jetzt, oh Gott, wird das so diese ganzen Zeit fragen, weil die Jahre so schnell vergehen. Ich würde schon sagen, so seit sechs, sieben Jahren. Holen wir quasi die Schweine aus Ungarn, schlachten dort ordentlich, gibt es eine Fleischerei in Galambok, da wird das geschlachtet, der Züchter kommt dorthin und dann ist das halt wirklich Tradition. Hä? Der Mann hat wirklich Liebe zu der Zucht von den Tieren, das muss man einfach sagen, für den ist das sein Leben. Und das sieht man halt einfach an der Qualität, du hast es ja auch schon mal genießen dürfen, ja. In einer eurer Videos, die ihr gedreht habt. Und das war wirklich... Das also, Mangalitsa Kotelett, das war mega. Das Kotelett war das zum Beispiel. Ja? Und jetzt war natürlich, ist es schon uns angedacht, dass wir wollen wirklich einmal im Quartal fahren wir nach Ungarn, holen dann immer die 15 Schweine, also 30 Hälften. Die werden halbiert und dann von unseren Fleischern ordentlich zerlegt, so wie unsere Kunden das wollen. Und dann machen wir halt wirklich, meiste ist Frischfleischverkauf und der Rest ist wirklich für die Salami-Produktion, für unsere Mangalitsa Salami. Die du heute auch von mir erhältst. Genau, und versuchen dort wirklich diesen ungarischen Touch dadurch reinzukriegen, muss man wirklich so sagen. Das Besondere halt einfach ist, es ist schmalziger, es ist, du beißt oder du hast diese Salami und kostest die und es ist wirklich ein schmalziger Abgang, so wie man das vom typisch ungarischen, von der Pik-Salami zum Beispiel kennt. Genau, wir haben uns aber halt auf die Fahne geschrieben, dass wir alles selber herstellen. Wir kaufen quasi nichts mehr zu, sondern bei uns ist ganz wichtig, wir müssen es mindestens einmal in die Hände gehabt haben. Und zwar nicht nur beim Verkauf, sondern wir haben wirklich unsere Produkte mehrfach in die Hände. Wir müssen wissen, wo es herkommt. Wir wollen wissen, welche Gewürze reinkommen. Genau. Und so transparent sagen wir das auch unseren Kunden. Und ich denke, das kommt ganz gut an. Zumindest absolut. Zeigt das die Erfolgsgeschichte unseres doch jungen Unternehmens, mit allen unseren Mitarbeitern, was komplett gemischt ist. Und ja, ist halt eine gute Sache. Und ihr seid in Amtsberg ansässig? Genau, genau. Amtsberg seit 2008 sind wir ansässig, da haben wir die Fleischerei. Und wie gesagt, ist ja wirklich diese Geschichte halt, dass wir wirklich mit 9 Personen angefangen haben in Amtsberg 2008 und mittlerweile bei 24 Personen sind. Mit Lehrling, mit Küchenhilfen und alles. Und ja, versuchen uns halt immer noch ein bisschen weiter auszubauen und ja, so weiterzuentwickeln. Ja. Ist halt wichtig. Und ihr seid quasi, wir machen erstmal hier flugs die Zwiebeln rein, ne? In den heißen Schmalz. Jetzt klingt es wie DJ-Pult.
Und das Geniale bei dem Mangalitzer Fett ist ja tatsächlich, na, du, es riecht halt nicht, ne? Das ist halt komplett neutral, geruchslos, vollkommen rein. Sieht man ja in dem Glas, wie rein das ist, wirklich. Das ist ein Traum. Also wir haben jetzt wirklich tatsächlich auch mal in einem Wintertag, also ich muss im Winter bei dir gewesen sein. Na genau, das war... Es war Schnee, glaube ich. Genau. Ja, das war, müsste im Februar gewesen sein. Ja. Und da haben wir draußen mal bei uns so ein schönes Pili-Toast-Kanier gemacht, also ein schöne Weißbrotschnitte getoastet, eine Knoblauchzehe drüber gerieben. Genau. Ein bisschen Paprika drüber, ein bisschen Paprikapulver. Und dann das Schmalz drüber. Mega geil. Sehr schön. Und heute begleitet uns ja zu dem Pürkölt, ne? Natürlich auch was ganz Traditionelles, was in Ungarn zu jedem Gericht oder also in jeder Charda findest du immer im Salatbuffet. Und was ist da drinne? Da ist immer Saures dabei, oder? Ja, das stimmt. Und da haben wir natürlich auch einen Partner in Ungarn unten. Und den hast du hier im Sortiment genauso wie ich den mit drinne habe. Ja, dank meines Vaters haben wir den im Sortiment. Das ist wirklich, und nehmen wir heutzutage noch vorne immer noch vorbei. Ist eine schöne Charda dran. Man kann halt schön essen gehen. Man erlebt das Ungarische, wirklich die Kulinarik, so nennen wir das halt wirklich. Ja. Und das passt halt so alles. Du siehst diese Gemüsefelder, das liegt leider dran, du kannst da drüber spazieren. Und man weiß halt, wo es herkommt. Ja. Und somit können wir als unsere Familie, als Inhaber und unsere Mitarbeiter einfach den Leuten eine Geschichte darüber erzählen. Und die Leute wollen das halt wissen. Und das muss es halt ausmachen. Die müssen das Glas aufmachen und die müssen wissen, wo kommt das her und müssen das Gefühl haben. Ja. Meine Meinung. So, was darf natürlich auch nie fehlen? Im Ungarischen, Pürkölt, Paprika. Kuja. Ja, Paprika. 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 Da gehen wir von Paprika aus. In Gewürzpaprika, ja. Ne? In edelsüßen, Cemege. Aber wir müssen natürlich auch noch eins machen, ne? Ja, definitiv. Bam. Oder? Richtig. Sehr rein gut. Damit. Klingt gut. Sieht gut aus. Die muss mit rein. So, und der darf natürlich auch keine Farbe ziehen, ne? Also hier keine Röstaromen schaffen, nee, sondern nur wirklich nur glasig. Glas. Ja. Und jetzt würde ich sagen, schon rein mit dem Fleisch. Bitteschön. Geil. Was soll ich das alles essen? Naja. So, das kannst du eigentlich mal hier. Nee, du würzt, Andrasch. Wir nehmen hier schönes Bergkernsalz. Kriegst du natürlich für deine Kunden auch mit heute. Dann sagen wir. Feuer frei. Also da kannst du wirklich hier Vollgas. Mindestens 5. Was hast du alles 7. hier drin in dem Berg? Das Salz? Ist nur reines Bergkernsalz. Wirklich aus dem Stein geschlagen und komplett unfiltriert. Gut. Ne? Sieht alles, sehr gut aus. Alles, was du jetzt nie zugibst an Salz, ne? Antrasch, mach nochmal 2, 3 dazu. Okay. Kriegst du dann nie wieder rein. Geschmacklich. Sehr gut. So, jetzt haben wir Salz dran. Und im Endeffekt, dort streiten sich natürlich auch die Geister. Ne? Der eine Familienclan macht das so, der andere macht das so. Ja. Der andere trinkt erstmal ein Palinka jetzt, ne? Weil das angesetzt ist und da trinkt man erstmal ein Palinka. Schwierig. Ich kenne es ein bisschen anders. Also wir, ich war dort durch diese Weihnachtsmarkt-Historie, wo wir ein bisschen nah am Kunde sind und dort wirklich meine Mutter noch so, wie sie es von meiner Oma gelernt hat in Ungarn. Die hat mal ein Jahr in Ungarn gelebt. Da ist wirklich so, dass wir meistens den Paprika zuerst reinmachen. Das Paprikapulver machen wir zuerst rein und danach sofort löschen wir ab. Und dann tun die erst das Fleisch rein. Aber es ist halt immer so, wenn du es sehr schweinelastig machst, weil das Schwein zerkocht halt, hier willst du ja ein bisschen das Fleisch ein bisschen mehr anrösten. Genau, der Punkt ist das, wo oder was wichtig ist natürlich, Paprika musst du immer Hitze aussetzen. Ja. Fettigkeit aussetzen, ja. Ne, damit sein Aroma komplett entfalten kann. Ne? Aber dadurch, dass wir hier eine große Angriffsfläche haben, es gibt ja auch welche, die machen einen Pürkölt-Olab, das heißt, da kommt auch schon, oder ein Lecho-Olab, wo halt Paprika geschnitten und Tomate schon mit zukommt und dann papriziert wird. Wie gesagt, dort, da
ja, streiten sich aus die Geister. Aus Wild wird es auch gemacht. Hä? Es gibt auch, ja, Regionen in Ungarn, wo das wirklich mit Wild gemacht wird. Mega. Ja, ist auch natürlich ein extra Aroma, also muss man wirklich so sagen. Mega. Passt halt dann auch schön, wenn du so im freien, im offenen Feuer dort das Wild zerlegst und dann wirklich diese Rippenseiten, die Bauchseiten reinschmeißt in den Gulasch und die Knochen noch wirklich mit auskochen. Und das ist natürlich auch super. Ein Traum. So, Kaffeezeit. Andrasch, Kaffeezeit. Ecke Schäger drin. Dankeschön. Gesundheit. Oh, Träumchen. Sehr gut. Sehr gut. Es gab in Freiberg mal einen Händler in Ungarn, der hat das angeboten. Der hat Gemüse aus Ungarn organisiert. Da ist Anfang der Woche ist er wirklich nach Ungarn gefahren. Da ist jede Woche nach Ungarn gefahren. Okay. Ist also wirklich, und er hat dann Donnerstag, Freitag nur das Gemüse verkauft. Er war donnerstags alle 14 Tage in Freiberg auf dem Markt und hat mit uns so ungefähr vor 6 Jahren dort angefangen. Das war eigentlich relativ, sagen wir mal, wirklich krass. Weil du wirklich, du hast es abends mit nach Hause genommen und dachtest, du hast es hier frisch vom Biatz. Geil. Frisch vom Markt geholt, das Gemüse. Und das war schon genial. Also muss ich wirklich sagen. Ich weiß aber wirklich gar nicht mehr so richtig, was er macht. Also ob es den noch so gibt. Hab mich lange nicht mehr erkundigt. War der aus Freiberg direkt, oder? Ich dachte, der kam Richtung Leipzig. Okay. Und hat aber einfach dort in Freiberg, weil halt, ja, die Leute, wie gesagt, bei uns in der Region hier, muss man halt wirklich so sagen, ist durch diese Gastarbeiter in Chemnitz, was ja wirklich nah bei uns ist, an der Produktionsstätte. Du hattest viele Gastarbeiter, du hast dort einfach ein riesengroßes Publikum, ja, mit den ungarischen Sachen. Und das ist halt immer so die Sache, das zieht natürlich auch gut bei uns und hat sich halt über die Jahre wirklich entwickelt, dass die Leute zu uns an den Stand kommen. Wir haben viele Ungarn, viele Stammkunden und das ist halt eine tolle Sache. Ja. Ist halt eine tolle Sache, muss ich wirklich sagen. Vor allem, wenn dann die Komplimente einfach kommen. Leute, ihr braucht euch nicht zu schämen. Eure Produkte sind teilweise besser als in Ungarn. Das ist natürlich dann schon ein sehr großes Lob. Sehr großes Lob. Absolut. Wo ich sage, dass du mir wirklich auch als Familie weiterentwickeln. Es hat sich ja als Familie so entwickelt. Mein Vater, meine Mutter, meine zwei Schwestern sind ja wirklich alle in der Firma tätig gewesen. Oder sind noch alle tätig in der Firma. Und das ist halt trotzdem eine schöne Geschichte. Hm? Und im Endeffekt, ist halt ein Familienbetrieb. Genau, ihr habt nur eine Filiale? Wir haben nur eine Filiale, eine feste, genau. Mit also Produktionsstätte dran? An unserer Produktionsstätte dran. Ansonsten haben wir uns so ein bisschen verschrieben, auf die Märkte zu fahren. Das ist halt schon immer so gewesen, dass wir immer auf die Märkte gefahren sind. Wochenmärkte, viel Wochenmärkte und sind sehr viel unterwegs. Und bei uns ist es halt einfach so, die Sache ist, du sollst halt nicht langweilig werden. Das ist halt wichtig. Ja? Also wann hat ein Kunde genug von dir? Wenn es dich an jeder Straßenecke gibt, dann wird es irgendwann mal sein, da bist du nichts mehr Besonderes. Es gibt nur einen einzigen Markt, wo wir jeden Tag hinfahren. Das ist der Chemnitzer Wochenmarkt. Das aber wirklich schon seit 92, also seit 1992 haben wir den Chemnitzer Wochenmarkt. Das ist schon eine Hausnummer. Und haben uns mit dem entwickelt, haben gute und schlechte Zeiten durchgemacht. Es gab da auch wirklich viele negative Zeiten. Es gab auch sehr, sehr positive Zeiten. Und es jetzt gerade in der Zeit merkt man halt, dass das auch wieder ein bisschen zurückgeht. Die Leute wollen eigentlich gerne Richtung Märkte, die wollen das Obst regional holen, die wollen ihre Gemüse regional holen, die wollen zum Fleischer, die wollen zum Bäcker. Also das ist ein bisschen, die Kultur, muss man halt einfach sagen, hat uns natürlich jetzt das letzte Jahr ein bisschen, kam die wieder. Ja. Die Leute wollen selber kochen, die Leute wollen ein bisschen das selber erleben, kam natürlich uns jetzt nicht schlechter, sondern für uns war das eigentlich okay, sag ich mal. Ihr seht, im Endeffekt hat sich hier viel Flüssigkeit gebildet und das ist auch die Flüssigkeit, in der unser Pürgelt halt drin kocht. Hier brauchen wir ohne Geizen mit dem Paprika rein damit. So. Und da gibt sich dann gleich auch eine wunderbare Farbe. Das war jetzt reines Paprika? Reiner Paprika, ja. Sag mal, in dem Gewürzgulasch, was du mitbekommst, ne? Ja. In der Gewürzmischung, dort hast du natürlich schon alle Komponenten, was in eine Gulaschsuppe oder in den Gulasch, in den Pürkelt halt mit rein kann. Ne? Ja. Das ist ja nur eine Empfehlung, um es den Leuten einfacher zu machen, die Gewürzmischung. Ja. Ne? Wo Trockenzwiebel, Knoblauch, Paprika, ein bisschen Sellerie, ein bisschen Karotte, aber natürlich, also Paprika, Gewürzpaprika halt mit drin ist, aber halt alles salzfrei. Ne? Also das Salz musst du dann schon selber noch irgendwie zugeben. Ne?
Und was empfiehlst du da so? Also wenn jetzt so eine Schachtel, sag ich mal, Gewürz erworben werden kann, wie viel Gulasch, wie ist da so die Resonanz? Was kriegst du dabei raus? Aus so einem Gläschen jetzt? Ja. Also ich sag mal, je nachdem, wie viel Menge du halt kochst. Ne? Wir reden mal immer von 4 Portionen oder 6 Portionen, sage ich mal. Kannst du mit Sicherheit, ich sag mal, 3 Ansätze machen. Ja, ne? Das ist ja ein guter Schnitt. Und das ist mit einem tollen Stück Fleisch dazu. Und wenn man sich vielleicht auch in den Frühjahrsmonaten oder in den Sommermonaten die Zeit nimmt und dort mal das Ganze über einem Kessel macht, also über offenem Feuer. Ja, das ist sehr schön. Und das ein bisschen zelebriert, dann kocht man natürlich auch ein bisschen mehr als wie 4 oder 6 Portionen. Um ganz einfach dort ein bisschen was Vorrat zu haben. Knoblauch ist fertig. So, dann rein damit. Ich würde ihn vielleicht noch ein bisschen anstoßen. Hatten. Also wenigstens bloß hier so. Ein bisschen drücken, ne? Wie machst du das mit dem Messer? Du kannst es mit dem Messer machen. Vorsicht, dass du nicht in die Klinge. Na, du kennst dich aus. Ja, bisschen. Du hast deinen ganzen Tag mit Messern zu tun. Ein bisschen. Was sagst du denn zu den Messern eigentlich? Sehr, sehr toll. Also muss ich wirklich sagen, die liegen super in der Hand, super leicht, super scharf. Also macht Spaß. Sehr gut, das freut mich zu hören. Und Mike wahrscheinlich auch. Das muss meiner Frau sagen, das könnte ein Weihnachtsgeschenk für mich werden. Geburtstag hatte ich, also wird es Weihnachtsgeschenk werden. Geburtstag hast du jetzt vor kurzem erst, oder wie? Du hast doch gehabt. Ich habe gehabt, genau. Stimmt, genau, da hab ich dir gratuliert. Das ist ja gar nicht lange her, oder? Nee, so lange ist noch nicht her. 14 Tage? Rein. 14 Tage ungefähr, ja. Aber wie das so ist, in einem gewissen Alter freut man sich nicht mehr drüber. Dann ist es ein Tag wie jeder andere. Richtig. Früher könnte man es kaum erwarten. Morgen habe ich Geburtstag. Ey, geil. Und heute? Ja, man freut sich natürlich auch auf den Geburtstag, keine Frage. Aber jetzt nicht so sehr wie ein Kind. Das stimmt. So, Andras, was brauchen wir noch? Wir brauchen nur noch Tomate. Also sieht das schon mal gut aus. Und wir haben keine Flüssigkeit zugegeben. Nee. Das ist jetzt nur die reine Flüssigkeit, die wir aus dem Rind auch mitziehen. Ja. Was natürlich den sensationellen Geschmack gibt, also diese Power halt, ne? Und dann schnappe ich mir bloß noch Kartoffeln, weil wir machen ja ein Pinzepürkel draus. Ganz klein schneiden, würfeln, oder? Die tust du einfach erstmal halbieren. Ja. Den Strunk rausschneiden. Ja. Und dann reicht es eigentlich, wenn wir die würfeln halt, also nochmal vierteln oder dritteln. Dass wir so daumennagelgroße Würfel haben ungefähr. So, ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ihr das Pürkelt kocht hier, dass die Chilischote oder die Cayenne-Schote in dem Falle hier, in Ungarn hat er auch manchmal einen anderen Namen, ne, der Kirschpaprika. So, fein. So ist gut, perfekt. Wie viel wirst du haben ungefähr? Wir machen noch die ganzen Tomaten, die wir haben. Das Einzige, was jetzt ist, ne, die Spitzpaprika, die wir jetzt hier haben. Die ist natürlich sehr süß. Ja. Was du ja bei der ungarischen Spitzpaprika, bei der gelben Spitzpaprika halt nicht hast. Ne? Die ist sehr, sehr süß. Müssen wir jetzt nur aufpassen, dass wir das Pürkelt halt nicht zu süß bekommen. Weil die Tomate gibt ja auch noch eine gewisse Süße ab. So, Andras, jetzt würde ich sagen, sieht das schon mal so ganz gut aus, oder? Jetzt kosten wir auf jeden Fall erstmal so den Ansatz, ne? Also das Fleisch wird ja noch nicht so weit sein. Nein. Aber. Oh, geil. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist geil. Warte. Ein bisschen ein schöner See. Oh, herrlich. Ein Ziehbrunnen hier draußen. Ja. Oh. Obwohl es so sehr schön, aber. Oh. Das hat so 25 was. Grad, 20, oh, 25 geil. Grad. Naja, aber es ist wirklich sehr gut. Genau, also im Endeffekt nie viele Zutaten, ne? Das hast du vorhin schon gesagt, aber in ein gutes Stück Fleisch, das gehört da rein. Definitiv. Ne? Und du merkst halt auch die Kraft und die Power halt ganz einfach wirklich von der Wade, von dem Rindfleisch. Ja, sehr gut. Gut, was haben wir jetzt noch? Kartoffeln schälen? Kartoffeln schneiden, die werden wir uns jetzt extra gleich noch köcheln oder wir kochen die extra. Machen wir so. Machen wir hier rein. Und dann haben wir es eigentlich, dann können wir Pause machen. Warten bis es fertig ist. Bis fertig ist, genau. Relativ einfach, hä? Ist dann immer so die Frage, wann ist das Essen fertig?
Wenn es fertig ist. Wenn es fertig ist. Gut, bei meinen Großeltern war es wirklich so. Bei meinen Großeltern pünktlich 12 Uhr mittags zum Gong. Na? Also wenn die Kirchenglocken geläutet haben. Willst du es hier drauf setzen? Oder ja, nicht? Gerne. Wenn die Kirchenglocken, kannst du hier reinsetzen beim... Die Kirchenglocken läuten, 12 Uhr gab es Mittag. Das ist so, das ist so. Und da ist so, so vor 6 teilweise aufgestanden worden, damit das Essen ordentlich fertig ist. Die Oma ist auf dem Markt. Genau. Die Oma ist auf dem Markt und dann kommen sie wieder mit einem Hähnchen, mit einem Maishähnchen oder was auch immer. Und der Opa hat dann angefangen zu machen oder zu tun. Oder die Oma hat gemacht. Ja, also das ist halt, aber wie gesagt, das ist halt was, das geht halt ein bisschen. Also das ist, du findest das hier ganz selten wieder, dass du wirklich auch noch diese Hühnerkeulen kriegst, wo die Fleischer das hier davor zu hacken. Ja. Wirklich, ja? Also dieses Handwerk ist halt dort schon noch sehr präsent, ja? Muss man halt wirklich sagen. Und wenn du in Urlaub gehst nach Ungarn, denkt man immer, wie sieht denn die Fleischtheke aus und so. Hä? Also wirklich, manchmal denkst du ja, oh Gott, wie sieht denn das hier drin aus, weil du es gar nicht gewohnt bist. Aber im Endeffekt, das ist halt immer frisch. Hä? Das ist wirklich frisch und gerade auf so einem Markt, da ist halt manchmal auch keine Kühlung da. Weil die packen das halt aus der Kühlung zu Hause, nehmen die das mit und dann wird es dort verkauft und abends ist es im Topf. Weil das ist genau die Ideologie. Es ist nicht mehr so, dass du einkaufen gehst für eine Woche, sondern die gehen auf den Markt, weil sie das jetzt haben wollen und jetzt brauchen und heute Abend wird halt schön gekocht. Oder heute Mittag. Das ist wirklich so. Und das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also sag mal, die Tradition da unten, die gibt es noch, ja. Definitiv. Aber sag mal so, in der nächsten Generation hast du das halt schon nicht mehr so aktiv. Stelle ich fest, ne, bei meinen Besuchen unten. Ne? Wird halt schwierig, ja. Definitiv. Und deswegen versucht man natürlich auch, hier die Tradition so ein bisschen hier näher zu bringen. Ne? Ich meine, es gibt ja auch Ungarn, du hast ungarische Kunden definitiv. Und es gibt natürlich auch die Kunden, die früher gern nach Ungarn gefahren sind an den Balaton. Das ist sehr, sehr viel. Die diese Geschmäcker auch kennen. Ja. Ne? Ja. Und die nehmen wir jetzt ganz einfach mit auf unsere Reise hier. Genau, so ist es. Also, Tomate, Paprika würde ich sagen rein. Da gibt uns das auch nochmal schönen Saft hier. Und der Robert, mein Freund, hinter der Kamera, der hat jetzt die ganzen letzten Tage schon Gulasch gegessen. Und der muss heute wieder ran. Robert, es tut mir leid. Andrasch, ja. Kartoffeln haben wir noch auf der Agenda. Ja. Das machen wir hier gleich wie in Ungarn. Ich weiß gar nicht, gibt es in Ungarn einen Schäler? Ich glaube, die machen das alles mit dem kleinen Bitschka, mit dem kleinen Messer. Mit dem kleinen Messer, ja. Und zwar sage ich ganz einfach, schälen und dann halbieren, vierteln längs, oder? Oh ja. Und dann ab in den Topf, kalt ansetzen, Salz dazu, Feuer frei. Ich bin dein Lehrling. Und wenn die Kartoffeln fertig sind, dann... Palinka. Dann geht's Palinka. Na, aber läuft doch. Also schmeckt doch sehr gut, hä? Rakotkumpli. Ach, jetzt, siehst du, du hast mich noch mein Lieblingsgericht gefragt. Jetzt ist es mir eingefallen. Also es gibt eigentlich auch nichts gegen Rakotkumpli. Mit gekochten Ei drin? Oh, geil. Na klar. Kolbas. Also, richtig schön geschichtet. Erst die Kartoffeln, kannst du ein bisschen schön Schmalz unten reinmachen oder ein bisschen Speck. Und dann die Kartoffeln und dann Schmand, Kolbas, Ei. Oder erst Ei, dann Schmand, dann Kolbas. Also, ich weiß nicht. Ach, das ist auch Weltklasse. Ne? Ja. Wie stehst denn du zu Körmpörkel? Hast du das schon mal gegessen? Nee. Körm ist im Prinzip die Schweinefüße. Ah, das sind wir wieder bei dem Gilet. Ne? Das schmeckt. Das klingt immer eklig, aber schmeckt halt Weltklasse. Also ich bin als Kind nie rangekommen. Also der Pürkelt-Ansatz war ja dasselbe wie hier. Ne, das, was wir hier machen. Aber eben halt mit Schweinefüßen gemacht. Eine Delikatesse. Also ich sehe heute noch meine Oma vor mir, wie sie da steht und den Schweinefuß so, also die Hufe, oder? Naja. Ja. Wie hey, Schweinefuß. Spitzbein. Wie die das so abzutscht halt, ne? Sehe ich sie heute noch vor mir sitzen. Weil auch viele das nicht wissen. Das macht auch keiner mehr, weil es einfach wirtschaftlich nicht mehr relevant ist. Der Schweinefuß hat unter den, ich sag jetzt mal Sohle, ne? Unter den Füßen hast du hier nochmal eine riesen, richtig schöne Fleischschicht drin. Ja. Und das machen viele nicht. Du sägst das ab beim Zerlegen eines halben Schweins, schmeißt das weg.
Und es wird eigentlich gar nicht mehr gesehen. Aber wie gesagt, die Ungarn, und da sind wir wieder bei den Asiaten. Sind wir wieder beim Asiatenraum. Dort geht's die Asiaten hin, ne? Machen das genauso. Die nehmen auch die Schweinefüße. Die machen den Schweinebauch, die Schweinefüße und tun das genauso auskochen und machen dort ohne Art Suppe daraus. Da sind wir wieder bei dem Thema. Und das ist eine schöne Geschichte. Mein Onkel war bei uns in der Weihnachtszeit, hat bei uns in der Fleischerei ausgeholfen. Ein kleines bisschen mit, weil er auf dem Bau ist eigentlich in Ungarn und wie gesagt im Winter ein bisschen weniger zu tun ist. Und warum sollst du dich in deiner eigenen Familie nicht unterstützen? Entschuldige, Pfeffer hat man noch nie dran, ne? Nee. Ich fühle mir jetzt gerade so ein, nee. Ich mache noch ein bisschen was dran. Das war zwar trotzdem sehr gut schon, aber... Das ist jetzt die Prise, die noch fehlte. Genau, ja. Ja, und der hat dann auf einmal mit die Schweinefüße den Gulasch gemacht und alle Mitarbeiter, oh, was ist denn das? Und das hat er zelebriert an einem Sonntag. Da hat er die Schweinefüße zersägt und dann in seinem Gulaschtopf und dann haben die Füße rausgeguckt und dann hat er das abgesiebt und dann wurde das wirklich Gelee und dann gab es einfach kleine Nudeln dazu. Der hat kleine Nudeln dazu gemacht und einfach den Gulasch dann so drüber. Geil. Und zutscht nur an dem Fuß rum. So, ihr Lieben, also lassen wir jetzt das Pürgold hier definitiv erstmal noch zu Ende garen. Ich würde sagen, wir drehen einfach mal eine Runde hier im Küchenstudio. Genau, oder? Genau. Gucken wir uns mal um. Und sehen uns dann gleich wieder, ne? So, ihr Lieben, jetzt ist es soweit, oder? Andras, wir sind am Ende angekommen, leider. Leider schon. Also es war mega informativ. Wir könnten hier wahrscheinlich noch das Dessert mit hinten dranhängen und noch die Vorspeise und... Dann aber mit Palinkas nächste Mal, definitiv. Also wir werden uns wiedersehen. Auf alle Fälle. Ich hoffe. Pürgold ist fertig. Kartoffeln sind abgegossen. Jetzt richten wir an. Und dann heißt es zu Tisch. Dann trommeln wir mal ganz einfach. Holen die Liebschürzen noch mit rein. So machen wir das. Und dann geht es los. Also, Teller. Schnick, schnack, schnuck. Nehmen wir uns daher. Ich würde sagen, Andras, du machst... Die Kartoffeln machen wir hinterher rum, oder? Ja, würde ich sagen, die können wir mit drauf machen. Jetzt nehmen wir uns hier die gute Barista-Kelle. Und ich würde sagen, ich komme mal hier zu dir und du machst mal hier eine schöne Kelle. In der Mitte am besten viel dickes erstmal, oder? Ja, ja. So. Sieht sehr gut aus, ja? Genau. So, und bei den Ungarn gibt es natürlich Deko, gibt es gar nicht. Ne? Nee. Deko ist Shishi und Deko gibt es bei den Ungarn eher weniger. Und bei dem Pürkelt, ne, gibt es natürlich die Frage, hey, machen wir saure Sahne oder so? Nee, saure Sahne wäre dann kein Pürkelt mehr, sondern wäre ein Paprikasch. Ja. Und eher klassisch bei, ich sage jetzt mal, Geflügel, beim normalen Schweine... Paprikasch, Chirk-Paprikasch oder mit Fisch geht das natürlich auch, ne? Mit Wels, hast du schon mal mit Wels gegessen? Nee, also ich habe selber mit Fisch noch nicht gegessen. Also die Hallaslee, die Fischsuppe schon von meinem Vater. Ja. Aber nee. Also wenn du mal wieder unten bist, ich bin ja ab und zu mal in Solnok, in der Solnoker Ecke unterwegs, an der Theiß. Ja. Und da gibt es einen Wels-Paprikasch. Ja. Und das Ganze mit Turoschusser, das heißt mit Quarknudeln. Ja, das kenne ich. Oh, geil. Auch sehr gut. Auch sehr lecker. Ist das geil? Auch sehr gut. So, also, null Shishi. Ein bisschen Kraut noch. Warte mal, wir machen hier mal noch ein bisschen noch was drüber hier. So. War ich mir zu geizig. Nee, du, alles gut. Aber auch das ein bisschen Fang hier. Herrlich. Oh, mir träumt jetzt schon der Zahn. Und ein Robert wahrscheinlich auch. Obwohl der es schon seit 3 Tagen isst. Genau, also pass auf, wir haben jetzt hier schöne Apfelpaprika mit Sauerkraut gefüllt. Ne? Hier noch schön ein bisschen Knoblauch dazu. Man könnte jetzt natürlich auch eine Petersilie drauf machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, das ist eigentlich nicht. Also bei den Ungarn dann lieber einen schönen Borotsk-Palinka vorneweg noch als, denke ich. Als Apero dazugenommen und dann einfach essen. Die Ungarn essen natürlich auch gerne eine Scheibe Weißbrot dazu. Ne, schön geditscht wird dann auch. Ja. Ja. Und ihr Lieben, nachkochen auf jeden Fall. Die passenden Gewürze gibt es beim Andras. Genau, die gibt es ab morgen, werden wir die mit anbieten. Genau. Genau. Fleisch gibt es auch bei mir. Absolut.
Und wenn ihr mal wirklich richtig gute Kolbas essen möchtet, das ist der König, der Salami-König. Dankeschön, Dankeschön. Ja. Also Andrasch, vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Schön für den schönen Tag. Und Danke. Wir sehen uns definitiv. Jetzt lassen wir es uns schmecken. Danke. Und ihr Lieben, super. Sportfrei, Wisla, Ziersdok, ciao. Ciao, ciao. Wir sind weg. Ne? Also, tschüss.